So, willkommen zurück. Es geht weiter mit der Heldenliga, Folge 231. Wir müssen unser Team Schlachtfeld der Ewigkeit spielen. Oh, da wäre Nova mal gar nicht so schlecht. Ich bin Last Picker, da kann ich sogar Nova mal spielen. Li Ming mal wieder. Ich probiere es einfach mal mit Nova. Ich finde Nova jetzt mit dem neuen Bild, also mit den neuen Bildmöglichkeiten wesentlich an, ich will nicht anspruchsvoller sagen, aber sie ist im Early Game halt nicht immer so eine Mana-Flaute, sondern kann jetzt auch von vorne weg ganz gut dagegen halten. Und gegen Li Ming, gegen Sky wird schwierig, wegen dem Stun und wegen dem Bewegungstempo. Die werden sicherlich Keltas nehmen. Ich hoffe nicht, dass die Nova picken, weil dann bin ich richtig am Arsch. Serato ist ja auch gebufft worden. Zumindest sein Ansturm-Ult, den er da hat, sein Charge. Reyna, okay. Oh, Morales. Glaube, ich werde es trotzdem versuchen mit Nova. Ist nicht Johanna gegen das Team? Okay, der will mich reporten dafür, dass ich Nova gepickt habe. Okay, interessant. Das sind immer Dinge, die ich nicht ganz verstehe. Ne? Wenn man nicht das pickt, was sie wollen. Der hatte 4 Minuten Zeit, mir zu sagen, bitte picke nicht Nova. Hat er irgendwas gemacht? Nein, hat er nicht. Er hat geschwiegen. Und sein letzter Satz, den er raushaut, ist: Ich reporte dich, weil du Nova gepickt hast. Okay, interessant. Das sind immer Leute, ich glaube, die haben nichts Besseres zu tun als, keine Ahnung, die ernähren sich einfach davon, Leute in den Dreck zu ziehen. Oder die erwarten das quasi jeden Tag. Ich will es probieren auf der Map mit Nova. Ich finde, sie ist durch den Patch im Early Game. Ich hatte immer das Problem gehabt mit Nova im Early Game, dass sie so extremst Mana verschwenderisch war. Du konntest nicht viel machen. Sie hat natürlich einen hohen Burst-Schaden gehabt, aber trotzdem, jetzt ist der Schaden ausgeglichen. Das heißt, du kannst eigentlich in jeder Phase schauen, was.
wie die Situation angeht. Sie hat jetzt, ist natürlich immer noch sehr, sehr anfällig, ganz klar. Aber ich versuche einfach mal mein Glück. Nova zum ersten Mal, glaube ich, in der Heldenliga. Ich habe Nova noch nie in der Heldenliga gespielt, wenn ich mich recht erinnere. Okay, hier unten ist die gute Mi Ling. Sollte ruhig mal seinen Mana verschwenden. Weil an ihn ran komme ich jetzt eh nicht. Sicher nicht Diablo, aber ich komme nicht hinten ran. Jetzt habe ich aus Versehen die Creeps. Wo da rennt sie denn hin, verflucht? Oh, wir haben mal wieder nichts geschafft. Wir hätten zuerst deffen sollen, anstatt anzugreifen. Hätten wir ein bisschen nerven gehen. Die Mana-Kosten verringern. Wie gesagt, ist ein Versuch. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt auf der Map. Das ist der jetzt auch drauf dran, den kriegt er auch noch, sehr schön. Da hat er mich eingesperrt. Ja, vor Diablo muss ich ein bisschen aufpassen. Hat schon, dass ich Nova irgendwie in Schach, Nova in Schach halte. Die gute Morales irgendwie in Schach halte. Natürlich komplettes Metagame, was sie da abdecken. Ja,
3 draufgegangen. Oh ja. Voll und ganz deiner Meinung. Außen rum, um scheiß Morales zu erwischen. Aber wo ist denn der? Wieder nicht funktioniert, dass wir hier genug Schaden gemacht haben. Fuck. Ich komme nicht so gut an Morales ran, wie ich das gerne hätte. Alter. Ja, nicht das beste Nova-Spiel aller Zeiten. Wir machen das Camp unten. Aber noch sind wir nicht so weit hin, da wir haben schon eine komplette Fortseite verloren. Wir machen das Camp, da wo ich gar nicht gucken will. Okay, kein guter Ulti. Die vorher reagieren müssen und ihn wegbolzen sollen, aber so nochmal rausgekommen. Die spielen halt alle gut zusammen, wir nicht. Wir sind wieder alle getrennt. Passt.
Hat's wieder nicht gereicht. Ja, das Rall ist halt das Problem, da komme ich nicht gut hinterher. Haben sie nicht angefangen. Laut und deutlich. Hat sie ja nicht geschafft, irgendwas zu machen hier. Wir schaffen es einfach nicht genug Damage zu machen, vielleicht doch drauf bleiben sollen, aber. Voll daneben geballert das Ding, ja, wieder 9%. Ja, zurück muss ich nicht. Lauf doch! Das gibt's doch nicht, ey. Das ist. Ich hab momentan so große Probleme mit meiner blöden, beschissenen Maus. Das gibt's nicht. Entweder ist die Sensibilität zu hoch. Aber ist eigentlich gar nicht. Habt ihr gerade gesehen, dass er wieder zurückgelaufen ist, obwohl ich vorwärts geklickt habe? Ganz komisch. Oder mein rechter Mausbutton ist kaputt, das kann auch sein. Na gut, jetzt ist die Sache eh gegessen.
aber das Spiel durch und durch verloren. Naja. Ich glaube viermal, nee, dreimal bin ich drauf gegangen. Der King hat Moral ist nicht tot. Das ist halt wieder mal. Ah! Meine Fresse, und haben wir noch so viel Pech. Haben jetzt endlich mal was geschafft, damit schieben wir aber die Niederlage nur auf. Mehr nicht. Wir können es jetzt sogar schaffen. Ja! In 1-1 komplett. Puh. So schnell kann es gehen. Ich hatte eigentlich schon gedacht, dass wir das Ding verlieren. Oh, jetzt gibt es Bonuspunkte. Schau an, wieder Rang 20. Ich guck mal kurz rein. 40k. Ja, ich bin gut dabei. Ja, 3 Tode. 3 Tode ist unnötigerweise. Die hatten wesentlich mehr Damage als wir, aber wir haben mehr Teamfights gewonnen. Ja, also ich finde, so wie die neue Nova ist, wesentlich angenehmer. Ich muss nicht mal alle 10 Sekunden zum Mana-Brunnen rennen oder mit zurückporten. Da hatte ich immer das große Problem gehabt. Man musste im Abwarten auf Auto-Hit am Anfang spielen. So viel auf Auto-Hit, einmal zwischendurch den Heckenschütze, aber jetzt brauchst du nicht mal zum Mana gehen, zum Brunnen rennen. Gerade mit dem Aufklärungstalent am Anfang. Das hätte ich schon extrem stark ist, da man eh größte Zeit im Verstohlenheitsmodus ist. Na gut, ja, ging. War jetzt nicht atemberaubend das Spiel, aber es ging. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.